Ausgerechnet jetzt betritt eine Kundin den Laden, um die sich am besten Heinz kümmern sollte. Sie kommen zu mir? Und zwar, ich habe hier von meinem Ex-Mann 13 Uhr dabei. Ich wollte fragen, also die ist auch umgetragen, die war in der Sammlung. Okay, geben Sie mir die Uhr und Sie möchte verkaufen. Ja, ich will verkaufen. Okay, ich komme gleich. Alles klar. Das ist die Uhr, wo geklaut. Vor einer Woche, wo die Leute, die Polizei und die andere Fahndhaus haben angerufen, gestern bei Heinz. Die Beschreibung passt genau. Eine neue, ungetragene Breitling-Uhr in Blau. Eine Situation, die Leica noch nicht oft erlebt hat. Ey, komm schnell in die Geschäft, bitte. Das ist die Uhr, von gestern, wo geklaut die Frau gekommen. Komm bitte schnell. Bitte. Komm. Ich vermute, ich bin nicht sicher, aber das ist die Uhr. Bei alles passt ganz neu und nicht eingetragen. Alles, Sie gehen vorne bei Schaut 1 und schauen Sie. Ja. Hallo. So, was ist mit Ihrer Uhr? Ich will sie verkaufen. Warum? Die gehört meinem Ex-Mann, die hat er mir da gelassen. Schlüssellos. Die gehört Ihrem Ex-Mann? Ja. Wo ist denn die Uhr gekauft worden? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich eine blöde Antwort. Chinesische Bedienungsanleitung, ah, hier ist es auf Deutsch. Kein Stempel vom Juwelier, gar nichts, nur dieses blöde Papier dabei. Das ist das, was er mir gelassen hat, ja. Ich glaube, die waren vom Christ. Die Uhr ist doch noch nagelneu? Ja. Wenn eine Frau kommt und will eine Herrenuhr verkaufen, und erzählt mir dann, dass die Uhr von ihrem Ex-Mann ist. Und die Uhr wurde nie getragen. Dann weiß ich, dass ich jetzt soeben angelogen wurde, das erste Mal. Jan, was haben Sie sich vorgestellt? Also, ich glaube, 4,5 hat sie gekostet. Glauben können Sie in der Kirche. Also nochmal, was haben Sie sich vorgestellt? 2000 Euro. Aha, jetzt sind wir schon mal bei einem Gespräch, wo ich anfange nachzudenken. Weil das scheiß Geschwätz kann ich nicht mehr ertragen. Nachdem ich ja die Uhr angeschaut hatte und es war ja alles so, wie es mir beschrieben wurde, ist es natürlich für mich ganz klar, dass es dann Aufgabe der Polizei ist, zu überprüfen, ob das genau diese Uhr ist oder nicht. Kann ich schon mal Ihren Ausweis haben, bitte? Nee. Ja, das habe ich schon ausgemacht. Machst du mir sie mal schön auf im Internet, bitte? Ebay? Bei beiden. Okay. Bei beiden macht man sich schön auf. Das ist kein Zufall, dass die hier auftaucht. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und deswegen gibt es für Heinz nur eine Möglichkeit, wie er damit umgeht. Polizei, Ulrich Karlsruhe, guten Tag. Schmalzried vom Pfandhaus Karlsruhe, der Gold. Heinz, grüß Gott. Hallo. Folgender Fall. Gestern hat mir ein Uhrenhändler angerufen und hat gesagt, es wäre blaue Breitling unterwegs, die versucht wird zu verkaufen, die aus dem Diebstahl stand. Und natürlich taucht jetzt gerade die Uhr bei mir hier auf. Und wie die sind jetzt da? Die sind jetzt da und wollen die Uhr gerade verkaufen. Ich habe die Uhr schon bei mir drin und ich habe mir den Ausweis auch schon hier reingenommen. Okay, ich schicke gleich jemand vorbei jetzt, okay? Ich tue mir das jetzt langsam machen, okay? Alles klar, danke Ihnen. Ich danke euch, tschüss. Doch es könnte auch falscher Verdacht sein, ganz zum Ärger der Kundin. Wenn es nicht diese Uhr ist, von Kunde mehr oder weniger, das spielt bei mir keine Rolle. Und wenn es die Uhr ist, ja. Das herauszufinden ist jetzt die Aufgabe der Polizeibeamten. Noch jemand? Okay. Mit der Uhr gibt es nämlich ein Problem. Okay, ich hab's gerade gemerkt, ja. Mir hat gestern ein Uhrhändler angerufen und hat gesagt, dass die Uhr aus einem Trickbetrug stammt. Aus einem Trickbetrug? Ja, ist mir scheißegal, schau Sie, meine Damen, wir sind ziemlich zügig fertig. Mir hat jemand gesagt, dass eine Frau mit ihrer Uhr unterwegs ist und will sie verkaufen und dass die Uhr aus einem Trickbetrug stammt und demzufolge mache ich mich natürlich nicht strafbar, indem ich das jetzt von der Polizei überprüfen lasse, weil ich wäre ja ein Idiot und würde ja Ihnen dann Beihilfe leisten für Straftaten. So, meine Herren, hier ist die Uhr. Der Ausweis habe ich der Kollegin gegeben. Ich will mich gerade noch mal mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Selbstverständlich. Ja, logisch. Machen.
Aber ich möchte, dass Sie die Uhr jetzt entgegennehmen. Ja, genau. Bleiben Sie mal bitte da stehen. Ja, ich habe eine Frage. Was ist ein Trickbetrug? Erklären wir Ihnen alles gleich, okay? So, mein Herr, der Kollege bleibt bei Ihnen. Sie fallen sich jetzt ruhig, lasse gerade mal Ihre Hand da liegen. Darf ich mich da hinsetzen? Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Dürfen Sie sich auch da hinsetzen, da habe ich kein Problem. Für uns ist es natürlich jetzt erstmal wichtig, was jetzt genau vorliegt. Also. Gestern hat mich ein Uhrhändler angerufen. Ja. Und dann sagt sie mir, dass einer mit einer blauen Breitling, nagelneu, ungetragen, versucht, ihr Uhr zu verkaufen. Und der hat zu mir gesagt, Heinz, lass die Finger weg. Die Uhr stammt aus einem Trick, Diebstahl, Betrug irgendwo bei einem Juwelier. Ich habe natürlich jetzt nicht ewig Zeit, dass ich mich mit dem unterhalte. Aber wenn mich jemand warnt und am nächsten Tag kommt dann jemand, und der ja die gleiche Uhr hat, und dann mir erzählt, die hätte der Ex-Mann dagelassen. Okay. Das wäre das Letzte, was sie von ihm hätte. Die Uhr war aber noch nie angezogen. Die Uhr ist noch eine Jungfrau. Dann rufe ich halt die 110, weil ich sage mir eins, bevor ich was Kriminelles unterstütze, scheiße ich auf den Kunde und auf die Uhr schon zweimal. Dann nehmen wir die Dame auf jeden Fall mal mit, die Uhr auch, und dann klären wir alles. Ja, alles klar, Herr Gott. Dankeschön. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, tschüss. Heinz ist einfach zu lange im Geschäft, um sich reinlegen zu lassen. Er kennt jede Methode, heiße Ware zu Geld machen zu wollen. Die Taktik beim Verkauf von Diebesgut ist eigentlich immer die gleiche. Der, wo sie geklaut hat, geht niemals zum Verkaufen. Also schickt man die Alte vor. Und die Alte kommt dann mit dem blöden Spruch, das ist das, was mein Ex-Mann, die habe ich von meinem Ex-Mann gekriegt und der hat mich jetzt verlassen. Aber dann hätte man sie wenigstens 14 Tage lang anziehen müssen, dass man am Verschluss ein paar Tragespuren hat, vielleicht hier ein kleiner Kratzer, hier ein kleiner Kratzer. Man hätte irgendwie sehen müssen, dass die Uhr am Arm war. Und wenn die Frau kriegt hat von einem Mann, dann muss das Armband so eng gestellt worden sein, dass man es in den Löchern sieht, dass die Uhr am Arm war. Und da ist halt einfach Jungfrau. Like a virgin. Ups. Und eine Virgin verkauft man halt nochmal nicht. So souverän wie Heinz geht Leica nicht mit der Situation um. Sie hat Mitleid mit der Frau. Ich habe nur einmal geguckt, die Uhr, und ich habe gesagt, Scheiße, das ist die Uhr von gestern, wo ich schmerzig erklären. Ganz neu, ohne Papier, nur mit Box. Das kommt sofort rein in meinen Kopf. Ich hätte nicht gemacht, dieses Theater mit der Frau. Tut mir leid, wirklich. Leica, nein! Wenn ich dir was klau, jetzt klau ich deinem Kind seine Kette. Ja. Dann tue ich dir auch leid. So ist die Leben, Heinz. Ach was, hör auf mit der Scheiße. Nein, 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 Frau Marinova. Unrecht bleibt Unrecht. Und wird deswegen aus Mitleid noch lange nicht gut. Nein, 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 nein.